Ja, es ist Montagabend und damit wieder mal Zeit für eine neue Folge Let's Play Warhammer Mark of Chaos. Wir haben ja in der letzten Episode hier die drei Chaos-Schreine von den imperialen Besatzern befreien können und machen uns jetzt auf dem Weg hier zu den Dorfruinen. Keine Beute, kein Töten. Etwas war zuerst da. Wir fanden ein paar dieser Dinger. Wurden wohl beim Kampf gegen die Dörfler getötet. Das erklärt, was mit den letzten beiden Dörfern passiert ist. Die Skaven waren schneller. Die was? Skaven. Rattenmenschen. Hab's in der Schlacht von Kislev gesehen. Es müssen wohl Tunnel in der Nähe sein. Oder ein Bau. Der Kampflärm hat sie wohl aus ihrem Versteck an die Oberfläche gelockt, wo sie Leichen plündern und über die Schwachen herfallen. Dann lass uns sie suchen und töten. Es gibt noch einen Weg. Ich könnte ihnen etwas anbeten, damit sie uns helfen. Wenn du sie findest. Auf dem Weg ins Imperium gab es wenig Beute zu holen. Die meisten Dörfer waren bereits geplündert worden. In der Ruine eines Weilers machen Torga und seine Begleiter eine Entdeckung. Na? Ach so, das war die erste Begegnung. Jetzt Skavengefahr. Der Anzahl der Dörfer nachzuschließen, die bereits angegriffen wurden, scheint sich eine größere Skavenstreitmacht in der Nähe aufzuhalten. So. Rattenherr, naja, dann dürfen wir da wohl gegen die Skaven die erste Schlacht bestreiten. Jo. Torgas Späher sind zurück und berichten von einer Schlacht in der Nähe. Anscheinend bekämpfen sich die Skaven gegenseitig und eine größere Gruppe gewinnt gerade die Oberhand. Denen zeigen wir es auch gleich mal, wer hier der Chef ist. Was wird empfohlen? Ja, Ritter des Korn und zweimal Krieger. Gefällt mir schon ganz gut. Allerdings würde ich da jetzt doch gern auch die Gargoyle und die Zerfleischer mitnehmen. Einfach damit die mal etwas mehr Erfahrung gewinnen. Ich lasse also die Hunde daheim und wahrscheinlich auch die 48 Barbaren. Und ja, nehmen wir stattdessen die beiden Einheiten mal mit. Vor allen verborgen erstreckt sich das Tiefenreich der Skaven über die alte Welt. Es reicht von Kartei im Osten bis unter den großen Ozean im Westen. Ja, das stimmt. Die Skaven haben wirklich ihre Tunnel über die ganze Warhammer-Welt angelegt. Also die kommen tatsächlich unter dem Meer bis nach Lustria. Also zu den Echsenmenschen. Denn da hat ja auch der Seuchenclan schon mehrmals zugeschlagen und setzt den Echsenmenschen ziemlich zu. Ja, und endlich können wir wieder mal in den Tunneln kämpfen. Wurde auch Zeit. Also diese Gargoyle, die freuen mich ja ganz besonders. Da haben wir jetzt schon auf Stufe 1 20 Stück. Bin ich mal gespannt, wie viel das werden dann, wenn die auf Stufe 3 sind. Ich stell die einfach mal auf die Flanke. Lasst uns diese Schwächlinge abschlachten! Wir selbst begeben uns in die Kriege des Korn. Die Götter sprechen durch mich. Ja, und der ungeteilte Zauberer darf in die ungeteilten Krieger. Ja, zweimal Axtwerfer. Tod für den Todesfürsten! Vorwärts, mal auch an die Flanken. Diesen Feind nicht. Bewegung. Ja, die Mission lasse ich hier
mal ganz in Ruhe angehen. Vernichtet den Clan der schwarzen Rattenmenschen. Torga muss die Schlacht überleben. Gut. Die Skaven kämpfen um die Vorherrschaft. Sie sind feige Wesen und werden einem starken Meister dienen. Wenn wir die stärkere Seite zerstören, wird die schwächere Seite mein sein. Tötet die Rattenmenschen. Ah ja, und da fallen die auch schon übereinander her. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da besser ist, wenn ich mir etwas Zeit lasse. Auf jeden Fall fliege ich jetzt einfach mit den Gargoyles mal ein bisschen nach vorne. Einfach mal, um die Umgebung zu erkunden. Wir haben ja eh Seuchenschleuder, Wurmratten. Zerstört sie sofort! Naja, da muss ich wieder diese komischen Monolithen zerstören. Und sonst werden die Skaven wieder geheilt. Ja, genau. Clan Eschen. Clan Ratten. Da fühlen die sich auf. Was haben wir hier? Warpsteinzinde. Ah ja, optional muss ich 3 dieser Monolithen zerstören. Also hier einer, 2. Ja, und dann wird wahrscheinlich hier noch einer sein. Irgendwo. Wir werden sein wie Könige. Aber erstmal lassen wir die schon rankommen. Einfach auch, um mit meinem Zauberer noch etwas an Erfahrung abzugreifen. Die Nicht-Sklaven werden sie alle zerstören. Wir werden sein wie Könige. Da waren es nur noch 5. Nicht dafür bezahlt, Zeit! 8 Gossenläufer waren da. Und es sind immer noch da. Wertlose Narren, die Maschinen sind kostbarer als euer Leben. Im Chaos. Ja, und ich nehme auch an, dass wir hier keinen Zeitdruck haben. Das heißt, ich kann die Ratten sich wieder auffüllen lassen hier auf den. Haltet eure Äxte bereit, schnell zu! Wobstein. Dinger. Unsere Banner sollen über den Schwert dieser Schwächlinge nicht. Bewegung! Die Legionen Korps werden Korps im Namen der Feinde schon töten! Ach, da sammeln sie sich wieder. Bevor sie überhaupt in Reichweite dieses Monolithen kommen. Das ist schön. Dann kann ich hier die auch vernichten. Also komplett. Und zwar werde ich das jetzt mit den Zerfleischern machen. Ah, und da haben sich auch schon die nächsten Gossenläufer angeschlichen. Denen bereiten wir mal einen schönen Empfang. In Form von Wurfechsen und diesem Wind des Todes. Ich denke, die Sturmratten werden hier auch wenig zu lachen haben. Schön, da kommen dann Clanratten. Zwei Einheiten. Wir folgen euch, großer Champion! Der Gott des Krieges! Jetzt ziehen wir uns aber lieber zurück. Ich bin unermüdlich. Erstmal in Reichweite kommen für den Wind des Todes. Zack, jawohl. Was heißt hier Meisterwerke? Wir folgen euch, großer Zähne, Witwen und Scharen von weißen Sklavendinge. Lauft! Ich werde die stärkste Magie suchen. Es ist der Welle der dunklen Tage, der uns den Sieg bringt. Zurück in unsere Löcher!
Ja, flieht nur. Da können wir natürlich Einheit um Einheit vernichten. Sei kein Mitleid. Ich werde wie ein Sturm herein. Kein Rückzug. Wir riechen frisch. Ja, und gegen die Sklaven will ich auch nicht allzu viele Verluste riskieren. Das heißt, ich werde schon relativ vorsichtig vorgehen. Kriegsmaschinen scheinen die Einheiten hier ja nicht zu haben. Darum will ich da auch möglichst viel im Fernkampf erledigen. Wir fürchten diesen Feind nicht. Darüber! Lauft, lauft! Flieht, flieht! Wir werden in den Eingeweihten unserer Feinde bahn! Gebt uns Feinde zum Töten! Ha! Und da kommen sie wieder zurück. Sehr schlau. Ach, da sind auch die Seuchenschleuderer schon reingegangen. Die werde ich wohl wegzappen müssen, ja. Denn die können wirklich übel werden im Nahkampf. Die lassen mit ihren giftigen Flegeln nämlich besonders Kavallerie und alles, was besonders gut gerüstet ist, ziemlich alt aussehen. Der Feind ist schwach, meine Brüder! Denn die lassen keine Rüstungswürfe zu und das wäre natürlich bei den Rittern oder sowas ziemlich schlecht. Gut. Ja, dann werfen wir die Sturmratten mal tot und kümmern uns dann anschließend um den Warpstein. Ja, also die Sklaven sind nicht gerade die stärksten Nahkämpfer, wie ihr seht. Das heißt, da kann ich auch mit meinen die Götter sind ungeduldig. Beschusseinheiten recht gute Erfolge erzielen. Was haben wir da hinten? Nochmal Sturmratten. Schleift diese Hütte! Sie kommen aus dem Nichts! Skaven tarnen sich gerne! Achtet auf die Schatten! Ja, die paar Gossenläufer. Vor denen fürchten wir uns nicht. Sind die da jetzt im Nahkampf? Ja. Ja, und wie ihr seht, haben die auch Giftattacken. Habe ich jetzt allerdings keine Ahnung, was Gift jetzt da regeltechnisch hier macht. Scheuen! Er kann nicht alle jagen! Ja, und das war's auch schon. Den Monolithen haben wir auch zerstört. Das heißt, wir können eigentlich mit dem Rest der Armee vorrücken. Das Regiment noch tot werfen. Ja. Die haben schon gut Verluste, bevor sie überhaupt ankommen. Die nicht Sklavendinge aus unserem Stamm. Ah ja, und nochmal Gossenläufer. Aus unserem Stamm werden sich heute die mächtigsten Schäfchen erheben. Nicht dafür bezahlt, zahlt! Ah, und da geben sie auch schon Fersengeld. Gut. Wir folgen euch, großer Champion, wie unser Herr wünscht. Was haben wir hier? Nochmal Sturmratten. Also eine ziemlich elitäre Armee, der wir da gegenüberstehen. Wie ihr befehlt, außer also, für Sklavenverhältnisse.
Der Feind ist geht schwach. Geht unsanft mit ja, ihnen um. Die Götter. Ja. Da fliegen die Rattenmenschen. Und da haben wir auch noch mal welche. Gut, zerstören wir diesen Warpstein einfach mal mit den Zerfleischern. Und die Gargoyles hetzt sich mal auf die Sturmratten. Die sollen sich ja auch ruhig mal ihre Sporen verdienen. Und ich glaube sogar, dass die gar nicht zurückschlagen dürfen. Wenn mich nicht alles täuscht, denn die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, als wir diese Belagerung der Chaosfestung da gespielt haben. Denn da konnte ich ja mit meinen... Was waren's? Waren's die Hammerträger? Konnte ich ja auch nicht zurückschlagen gegen die Gargoyles. Sondern die sind nur mit Wurfwaffen zu erledigen. Wieder zurück. Da wagen wir uns mal ah, da kommt wieder eine Einheit Sturmratten. Mal was ganz Neues. Sei kein Mitleid. Ja, und dieser Wind des Todes, der ist echt genial. Also, der rafft ja ganze, oder besser gesagt, halbe Regimenter weg. Ah, da habe ich mich jetzt verschätzt. Schade. Der Feind ist unsanft mit ihnen um. Wir werden sein wie Könige. Ah, der Seelendiebstahl hat jetzt überhaupt nichts gemacht. Und, ja, der letzte. Was haben wir denn hier? Ah, wieder die Gossenläufer. Ihr gehört jetzt nochmal meinen Gargoyles. Das dürfte ja wieder eine andere Einheit sein, denke ich. Oh, und die Zerfleischer sind auf Stufe 2 aufgestiegen. Das gefällt mir. Fehlen eigentlich nur noch die Krieger des Korn. Und die sind nämlich noch Stufe 1. Ja, und eben die Gargoyles. Na, den einen noch, komm. Ja, der scheint aber schneller zu sein als die Gargoyles. Ja, und da drehen sie auch schon ab. Das ist ihr Anführer. Tötet die schwarzgewandete Ratte. Was, wer? Tötet den Anführer des Rattenmenschenclans. Den schwarz gewandeten Assassin. Ah, der da drinnen. Ja, der sieht ja sehr gefährlich aus. Der Feind ist schwach. Was kommt hier an? Clanscryer. Mhm. Schleift diese Hütte. Also auf alle Fälle den Monolithen zerstören. Sei kein Mitleid. Ich ziehe weiter. Dieses blutige Gerät. Ja, gegen den Assassin schicke ich natürlich meine Kornkrieger und selber, also den Torgar.
Und die werden anscheinend schon als Verbündete behandelt hier. Ja. Dann helfen wir denen doch gleich mal. Und was kommt hier? Ja, schon wieder Sturmratten. Da stützen wir uns gleich mal drauf. Was habe ich hier eigentlich? Ring des Wandels. Zufällig ausgewählter Nahkampfangreifer wird in eine Chaosbrut verwandelt. Mhm. Die optionale Aufgabe haben wir erfüllt. Das heißt, wir können uns jetzt darauf konzentrieren, diesen Assassin Cult zu machen. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Seuchenschleuderer. Oh, 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 oh. Ja, erstmal hier. Ach, nein, da sind auch von mir welche im Weg. Das war wahrscheinlich jetzt eher suboptimal. Da bleibt nämlich auch einer liegen. Erstmal auf die Gossenläufer gehen. Ja, und die Chaos-Gargoyle, die ziehe ich besser zurück, bevor mir die noch tot geworfen werden. Ach, haut der jetzt ab? Der haut tatsächlich ab. Ja, ich hoffe, dass ich dann die Mission trotzdem gewonnen habe. Denn ich glaube, der flieht ja. Das dürfte ja auch als ausgeschaltet zählen. Ah ja, jetzt sammelt er sich. Das heißt, ich kann diese Seuchenschleuder niedermachen. Gut, dann sind auch die Kornkrieger auf Stufe 2. Die vom Clan Scryer haben sich gesammelt. Naja, dann machen wir den halt mal kalt. Bereit zu sterben. Ja. Nicht gegen dich, Ratte. Naja, der fällt ja sofort um. Ein Schrumpfkopf. Flächenangriff. Naja, toll. Sei kein Mitleid. Meine Klinge ist euer. Und Gold gibt's auch noch. Sehr schön. Haben wir hier. Ach so, wir müssen die komplett vernichten. Was wir jetzt gerade gemacht haben, denke ich, oder? Das dürfte es eigentlich gewesen sein. Jawohl. Gut. Wieder mal siegreich. Feinde sind besiegt. Wenn du keine neuen Feinde willst, gehorchst du mir. Clan Ashen besiegt, ja. Wir nicht wollen dein Ärger. Ja, wir dir dienen, großer Meister. Gut, dann habe ich eine Aufgabe für euch. Ihr müsst jemanden für mich finden.
finden? Ja, ja, das können wir. Das können wir und vieles mehr. Naja, das war's schon. Ja, 6000 Gold kriegen wir. Ah, und wechseln auch schon zu Casquit vom Clan Scryer. Armeelager. Mhm. Oh, die Armee ist ja gar nicht so klein. Wir haben also hier einen Stufe 15 Warlock-Techniker. Dann zweimal 20 Gossenläufer der Stufe 2. Einmal Stufe 2 Clanratten. Stufe 1 Sturmratten. Und zwei Einheiten Giftwindkrieger. Ah! Und zwei Warpblitzkanonen auch noch. Ja, das lasse ich mir schon eingehen. Der Plan bei Finsterbau, Hochturm zu Fall gebracht. Ja, schön. Dann steuern wir also ab jetzt die Skaven. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das ganz genau am Freitag an, wenn es wieder heißt Let's Play Warhammer Mark of Chaos. Ich wünsche euch eine schöne Woche und tschüss bis dann.